So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, einem so kleinen, zu The Room. Es ist ein kleines Puzzlespiel und damit ich habe mich noch nicht groß mit beschäftigt, aber wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich würde sagen, neues Spiel, mal sehen, was auf uns wartet. Ich mache nochmal die Lautstärke gucken. Um eins, okay. So, neues Spiel, liebe Leute. Habe die Lautstärke eben von den Kopfhörern ein bisschen leiser gemacht. Alles ziemlich laut. Und los geht's. Tutorial. Klicke, um zu beginnen. Ich habe geklickt. Klicke und ziehe die Maus, um dich umzusehen. Funktioniert. Doppelklicke auf dem Briefumschlag oben auf den Safe, um ihn anzuvisieren. Den da. Ha! Schiebe den Brief aus dem Umschlag. Okay. Klicke, um fortzufahren. Oh, stopp. Du bist hergekommen. Ich wusste, dass deine Neugier siegen würde. Die Antworten, die du suchst, befinden sich in dieser Kiste und etwas anderes auch. Etwas, von dem behauptet würde, es könnte niemals gebaut werden. Nur dieses eine Exemplar existiert und es ist der Schlüssel zu unfassbarer Macht. Dieser Tresor soll es... Dieser Tresor soll es dem Zuge von Kleingeistern entziehen. Du wirst seine Geheimnisse zweifelsohne lösen können. Du warst seit jeher der Klügere. Mit dem beiliegenden Schlüssel erhältst du mein Abschiedsgeschenk. Dieses Okular solltest du stets bei dir tragen. Ohne es bist du ebenso blind wie alle anderen. Och, dass ich von jeher der Klügere bin, das wusste ich noch nicht. Okay, jetzt haben wir einen kleinen Messingschlüssel mit einem Tierbild. Ich guck mal, jetzt wird gesagt, wir sollen das hier drehen. Ah, na. Tada. Den Schlüssel dahin. Und den jetzt drehen. Ha! Schau einer an, wir öffnen das. Öffne den Deckel. Nimm das Okular. Oh, ein seltsames Okular. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich tränkst, sterbe ich? Fragezeichen? Na, was war denn? Er wird mir irgendwas sagen, eben. Ohne eine Linse ist es nur ein einfaches Okular. Okay. Leute, ich verzweifle ja jetzt schon. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich tränkst, sterbe ich? Du findest die Antwort irgendwo auf dem Tresor. Was? Das könnte eventuell losschrauben, wenn ich irgendein Werkzeug hätte. Okay. Ha, guck mal. Ein Schlüsselloch. Wie unpassend. Da ist auch noch was. Noch, ach, wie witzig. Noch ein Schlüsselloch. Hä? Ha, what? Okay. Luft. Ich glaube, danke, dass er mich schon vorausnimmt. Hat er denn auf jedem Fuß, was drauf steht? Wasser. Wenn du letzten Endes... Müsste das ja Erde. Ha, wie witzig, da steht Earth hinter. Ich glaube, ja, ich glaube nicht, dass das die Antwort ist. Ich auch nicht. Er muss ja dieses, ja, sag ich ja, das Feuer füttern mit Holz und Wasser löscht es. Ein Schlüssel. Ein merkwürdig alter Schlüssel. Ja. Das Ach, wie witzig.
Warte, wir hatten jetzt hier ein Schlüsselloch. Ich hoffe, dass es so passt. Ja, guckt mal einer an. Und wir drehen. Ah, wir haben es beiden. Oh, gucke mal. Wir haben wieder was gefunden. Ein Inventarobjekt gefunden. Eine gravierte Metallplatte. Es scheint, als ließe sich das Ende des Schraubenschlüssels verwenden. Ich weiß, wohin die gehört. Da, wo wir vorhin schon waren. Guckt mal. Da. Das da. Eine Linse sieht aus, als würde sie in das Okular passen. Oh ja, unser Okular ist vollständig. Was? Ja, nee, ist klar. Okay, wir müssen da noch hin. Ich befürchte den Schlüssel und das Gebilde hier. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Ja, siehste. Okular mal verwenden? Ach, witzig. Liebe Leute von heute. Ich wette damit, dieses Spiel treibt mich noch in den Wahnsinn. Wow. Okay, das war ja einfach. Oh oh. Gruselig. Tür auf. Och Leute, ich dachte, das wäre jetzt so ein einfaches Ding. Nein, was ist denn da? Sieh mal einer an. Das sollte ich raushören und mir genauer ansehen. Ja, mein Kapitel abgeschlossen, Leute. Das war cool. Weiter geht's. Wir setzen das Spiel jetzt erst nochmal eine Runde fort. Es lädt, es lädt. Okay. Diese drei Siegel verwehren mir den Zugriff auf den Inhalt dieser Kiste. Okay. Per Zufall. Was ist das? Ein kleines Stück Baumwolle. Es riecht nach Petroleum. Okay. Muss man das da vielleicht eingeben? Was ist das? Sieht aus wie ein Miniaturfernrohr. So, jetzt würde ich sagen, sind wir einmal rum, wa, Leute? Ach, witzig. Guck mal da einer an. Ich will da näher ran.
5, 2, 7, 6. Schalter umlegen. Zahlen gefunden. Was passiert jetzt? Ach du heiliges Kaliber. Okay, aber wir hatten da ja noch irgendwas gesehen gehabt. Ich will da näher ran. Dieses Symbol da in der Ecke. Das da. Merkt es euch, Leute? Merkt es euch? Wir wissen, wo es hin muss. Es muss hier mit hin. Das da, ne? Da, guck mal. Ich habe noch eins gefunden. So ein Kreis. Hier so ein Ding mit Kreissinn in das obere. Und wenn wir jetzt Rätselraten spielen. Tada! Rätselraten bringt manchmal was. Klick drauf. Ein schwerer gusseiserner Schlüssel. Was ist das? Was ist das? Was? Wieso finde ich denn jetzt schon so viele Sachen? Was habe ich denn hier gefunden? Ein altes, ledergebundenes Buch. Der Deckel wirkt sehr verziert. Mysteriös. Ich weiß nicht, ob's, was das Ganze bringen soll. Ha! 11. Februar. Meine Forschungen kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich kaum etwas erkennen. Aber da ist etwas. Zwischen Erde und Feuer. Zwischen Wasser und Luft. Sehen kann ich es nicht. Aber ich erkenne, dass es da ist. Wie der Schatten eines Objekts. Ohne Materie. Der doch gesellt. Gestalt und Form des Objektes errät, das ihn wirft. Es ist das letzte Element, das Nullelement. Es verleiht allem anderen Inhalt, so wie alle Zahlen der Welt bedeutungslos wären, wenn es keine Null gäbe. Die Gesellschaft besteht aus kleinlichen Narren, verblendet von dunklen Künsten und Gier. Alchemie ist nicht die Jagd nach purem Gold, sondern die Jagd hiernach. Okay. Aber da haben wir noch einen Schlüssel gefunden. Ah, für ein Uhrwerk. Ah, da wäre das letzte Zeichen gewesen, okay. Hier ist was raufgekommen. Und da liegt ein Brief, den würde ich gerne jetzt noch lesen. Wahrscheinlich, wenn man diesen stümperhaften Geräten kann ich jetzt etwas erkennen. Aber das hatten wir auch eben schon! Okay. Wenn das Petroleum-Ding war. Hahaha, okay. Das erklärt jetzt einiges, dann können wir das nämlich jetzt da hinlegen. Wenn wir es jetzt anzünden, müsste es ja... funktionieren, wa? Kam hier irgendwas raus? So. Was passiert jetzt? Wir müssen da durchschauen, ne?
Ich bin gerade wieder hilflos. Quatsch, Leute, schlagt mich einfach. So, ich glaube, hier haben wir jetzt erstmal fürs Erste. Machen wir einen kleinen Cut. Und wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von The Room. Bis dann, meine Lieben. Tschüss.